Wir haben uns 40 Jahre darauf vorbereitet, mit allen Ecken und Kanten. Scheiße! Nachrichten, die ja viele von uns auch direkt bekommen, direkt jetzt alles dafür tun, Menschen rauszuhüllen. Und das heißt, Flugzeugekapazitäten zu erhöhen, mit den Amerikanern jetzt darauf zu dringen, dass die Menschen am Flughafen auch durchkommen. Ein Verteidigungsministerium, aber auch eine Kanzlerin und ein Vizekanzler. Eine Kanzlerin, das haben wir heutigen Tag ja auch erfahren, man hat sich politisch bewusst dagegen entschieden. Politisch. Und das ist das Desaster, in dem wir jetzt sind, wo eine Bundesregierung sich jetzt erpressbar macht mit Blick auf die Taliban. Und vor allen Dingen für Fragen von Journalistinnen und Journalisten mitgesorgt wird. Nicht von Journalistinnen und Journalisten, sondern es muss jetzt wirklich und aus meiner Sicht aus dem Kanzlerinnenamt heraus. Es muss aus dem Kanzlerinnenamt heraus. Es kann nicht sein, dass nur amerikanische Staatsbürger jetzt zum Flughafen durchgelassen werden. Flughafen. Menschen, die jetzt, wie gerade berichtet wurde, in Kabul herumirren. Wenn wir das alles nicht jetzt tun, und zwar morgen, übermorgen, in den nächsten Tagen, in einer Minute 30, jetzt 20 Jahre aufzuklären, ist ein bisschen groß. Wir haben eine terroristische Organisation gehabt, die Angriffe auf die USA gegangen ist. Damit dieses Szenario nicht kommt, das weiß niemand, in 5 Jahren braucht es einen Afghanistan-Gipfel. Ich war ja selber im Nordirak bei den Jesiden und Jesiden. Nordirak, Jesiden. Stop it. Get some help.